Rick läuft in Hermann. So, erstmal die Kamera anmachen. Oh, wo ist sie denn? Oh, zack. Jo, guten Morgen, Leute. Boah, es war früher morgen so 7:15 und ich laufe heute in Hermann. Und wie ich es euch gesagt habe, ich werde ihn auch heute filmen, ein Vlog, vertikal. Und ja, ich bin gerade fleißig Carboloading ernähren. Das war noch gestern von Madeleine auf ihrer kleinen Geburtstagsfeier, die ich noch kurz besucht habe. Ja, und gleich holt mich noch Sarah ab. Dann fahre ich mit Johannes, falls er schon mal von Höverhof nach Palermo geschafft hat. Er hat ja gestern noch ein bisschen gefeiert auf der Party. Und ja, Franzi ist auch dabei. Dann fahren wir alle Richtung Bielefeld und von dort aus im Shuttlebus nach Detmold. Na, zum Hermannslauf! Ja, und nun warte ich auf meine Mitfahrgelegenheit. So, jetzt befinde ich mich auf dem Weg. Und an Bord sind Johannes, Franzi und Zugfahrerin Sarah. So, fahren wir jetzt. Zack. Und gleich sehen wir uns in Bielefeld und dann geht's mit dem Shuttlebus weiter zum Hermannsdenkmal nach Detmold. Bis später! So, starten wir erst dran. Die versammelten in der Schule vielleicht gerade im Bus. Und dieser Mann, der hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Johannes. Danke, danke. Und heute ist deine Premiere, oder? So sieht's aus, ja. Sauber. Was für eine Zeit hast du heute angepeilt? Ankommen. Ankommen, richtig so. Muss ich auch. Alles klar. Super, wir sehen uns im Ziel. Auf jeden Fall. Habe ich aber auch erst letztes Jahr zu meinem Geburtstag gemacht. So, Hermann, unser nächster Stein. Hermann. Okay. Letztes Jahr mit den Kindern. So, du hast mal einen kleinen Fototermin. Gerade war es noch richtig scheiße kalt. Ich weiß aber auch nicht, warum wir nicht. Und Kleidersäcke haben wir noch gegeben. So, das ist mein Outfit. Und ja, hallo Franzi. Hallo. Ja, mit Sarah werde ich dann die ganze Strecke laufen. Und von Kirill ist leider keine Spur. Vielleicht haben wir auch keine Verbindung. Ich kann auch gar nichts Eier abschicken. Ja, gleich stellen wir uns rein. So, nun sind wir jetzt am ersten richtigen Berg und schon seit Minuten am Gehen. Warten, bis der Puls runtergeht und dann sind wir im 6. Kilometer, erst nach dem 7. Kilometer futter ich was. Ich glaube, wir sollen einfach auch mal gleich zu laufen. Ja, dann sind wir gleich ganz hinten. Alles klar. I was building on them like shit. Verses coming daily under pressure.
working on a plot and a scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill, the freeze cut, freeze up. So, ich glaube, es wird Zeit, dass ich mir jetzt meine Tube Flüssignahrung hole. Pieces and shares, a ball, race, sky high, check the movement is here, yeah. Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours, go. Freedom is a teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the show. It's one art, one shot, now the future is yours, go. Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours, go. Ich habe leider Sarah verloren, weil ich zwischendurch mal pinkeln musste, aber ich jetzt versuche, die mal einzuholen. Aber ein ganz schönes Stückchen, als sie gelaufen ist, ne? Nur 2 Minuten mal abseits gewesen vom Weg. Aber was soll's. Ich kann ein bisschen Gas geben, ich sehe ja, wie groß die Lücke ist. Distance 12 Kilometer. Ja, jetzt 12. Duration. Oh, wow. Ja, wir sind Verpflegungsstation. Ich habe da voll gefressen, erstmal eine Zitrone. Was zu essen? Mmh. Mampf. So, wie passt die hier weg? Okay, ab dem Baumstamm, ne? Dann laufen wir weiter. Wir haben hier abgeschnitten da hinten. Genau, dann hast du es endlich mal unter der Speiseröhre weg. Ja, jetzt rechnen sie auch die Scheiße auch noch, ey. Ich hatte eigentlich um 2 Uhr mit Regen geregnet. Erwartet, oh Scheiße! Prasselt aber. Dann sah es warm angezogen. Ja, ich muss jetzt erstmal durchstehen. Ich hatte ja letzte Woche erst die Grippe gehabt. Ich hab keinen Bock darauf. So, ich verwischte der Plan nicht. Halbzeit, 15 Kilometer. Ich geh jetzt den Berg hoch. Ich muss mich mal mit einem Einrunner kurz halten. Von hinten oder was? Ja, genau. Nee, wie. So, ich muss ja stoppen. Aber erstmal scheiß Kopfschaltpflaster. Wir sind jetzt in Langenhausen. 5 Kilometer. 18. Ich muss mal gleich noch über die Matte laufen. Okay, Achtung. Langsamer. Ja. Oh, Sarah, aufpassen. Hier liegt schon Schnee rum, ne? Hat schon eben geschneit. Ja. Guck mal, es hat geschneit, ey. Wie ich aussehe. Helene! Sieben Schienen Berg an Jaschul. Michael und Jessica Karas. Das ist der Grund, was man so lange in den letzten 13 Kilometern. Das ist großer Spaß. Hey! Ach du Scheiße! Ah, verdammt! Ich hab die Kurve nicht gekriegt! Nein, wie hielt du dich? Sehr gut eigentlich! Mir geht's eigentlich gleich die Füße aus, ey!
Danke. Danke. Sauber ansteuern. Mal lass uns berücken. Nehmen wir es mal an der Treppe. Und auf geht's. So, auch geschafft. Party. Yeah. Thomas, hast du das da? Ja, bei dir auch. Ach so. Schaffst du noch? Ich schaffe noch. Zwei. Danke. Danke fürs Kommen. Ja. Ciao. Da ist geschafft. Attention, low battery. Noch einer, kommt's. Eins, Kilometer. Scheiße, ich kann nicht mehr reden. Scheiße. Hinter der Beine. Mäßig meint, unter den ersten drei zu sein, der soll sich bitte jetzt schon mal so da hinten einfinden. Da wird, findet die Siegerehrung statt mit Treppchen, Urkunden. Genau, die ganz kaputten. So, jetzt habe ich den Hermann geschafft. Ich sehe es ja immer, wie oft da jemand wegkommt. Da ist das Teil. Und dann bete dann halt mal auf der Wiederkunft. Ab Kilometer 28, ich habe mit Krämpfe, ich habe das schon gehört. Ich habe letztens erstmal herausgefunden, dass ja das Brüderkrankenhaus auch eine Flüge hat. Ich nehme deinen Laila Geilerbeutel. Mein Laila Geilerbeutel, genau. Ah. Die heben dir auch, dass du da nicht mehr runterkommst. Ich habe ja lange Arme. So, wir haben es geschafft. Meine Medaillen hoch. Muss ich auch noch? Ich kann nicht auf dem Bild. Ich traue dich, ich dazu. Ah. Kann ich auch nicht. Super, danke euch. Danke fürs Mitziehen.